Der Anzug, in den sonst nur Männer steigen, passt Skepe Schaller ausgesprochen gut. Die 33-jährige Kosovarin ist die einzige Imkerin ihres Landes. Die Saison der Bienen ist vorbei. Trotzdem schaut Schaller regelmäßig nach ihnen. Ein Elektrozaun schützt ihre Stöcke vor Bären. Die gibt es tatsächlich noch in der Gegend um Prizren, der zweitgrößten Stadt des Kosovo. Die Berge des Nationalparks Schar sind Rückzugsgebiete auch für Luchse. Ein Zeichen dafür, dass die Natur in diesem Teil des Kosovos noch intakt ist. 150 Bienenstöcke hat die Imkerin. Ihr Mann ist bei ihr angestellt. Für ein muslimisches Paar ein ziemlich moderner Ansatz im Kosovo. Wir machen das gern systematisch. Ich starte von der einen Seite, mein Mann von der anderen. Dann wetteifern wir gern im Spiel, wer schafft mehr Bienenstöcke zu kontrollieren. Heute bleibt es unentschieden. Nach dem Kontrollgang löscht Schala gründlich die Kohle ihrer Räucherkanne. Jeder Waldbrand hier wäre einer zu viel. Dann verrät sie noch ein kleines Geschäftsgeheimnis. Das ist unsere Ausbeute an Bienenwachs diesen Herbst. Wir nutzen es, um neue Stöcke anzulegen. Das ist viel Arbeit, aber so ist es am besten für die Bienen, artgerecht. Ohne vorgefertigten Industriewachs. Diesen Extraaufwand fördert unsere Regierung leider nicht. Aber nur so haben es unsere Bienen wirklich gut. Doch der Aufwand lohnt sich. Ihren Bio-Honig braucht sie nicht lange zum Markt zu tragen. Er geht privat weg, zum doppelten Preis als dem, der wie hier auf einem der üblichen Straßenmärkte gilt. Neben Schafzucht und Käseproduktion ist Imkerei im jüngsten und kleinsten Balkanstaat eine verbreitete Einkommensquelle. Skepe Schaller hat sich auch im Ausland Impulse für die Bioproduktion geholt. Inzwischen wird die Imkerin auch von kosovarischen Umweltaktivisten besucht. Sie interessieren sich für ihre Methoden artgerechter Bienenhaltung. Ökologisches Wissen ist im Land noch wenig verbreitet. Das soll sich ändern. Ich war in Deutschland bei einem Workshop. Da habe ich einiges gelernt über artgerechte Haltung. Das kennt hier keiner. Ich gebe das jetzt hier bei uns in Kursen weiter, damit sich der Naturschutzgedanke auch bezüglich der Bienen und ihrer Wichtigkeit für die Umwelt noch mehr durchsetzt. Das ist auch nötig, denn die Verwaltung des Schar-Nationalparks schlägt Alarm mit ernüchternden Fakten. Ganze 8 Ranger gibt es für die 50.000 Hektar, einer Fläche halb so groß wie Berlin. Das Dreifache an Leuten wäre nötig, erzählt der Direktor. Die Umweltschützer können uns helfen, den Mangel an Leuten in der Politik anzusprechen. Aber auch andere Probleme, wie illegales Abholzen, Müll oder der Bau von Wasserkraftwerken. Auch im Kosovo gelten Wasserkraftwerke wie in Albanien noch als grüne Art der Stromerzeugung. Zusammen mit wilder Abholzung schränkt das den Lebensraum für gefährdete Arten wie Bär, Luchs und Wolf weiter ein. Das meiste davon sehen die Leute nicht, meint Skepe Schaller. Schließlich sehen sie nur, was sie auch wissen. Skepe will das ändern. Wir müssen mehr auf unsere Natur achten, vor allem im Nationalpark. Die Schäden betreffen ja auch mein Geschäft. Wenn das mit den Rodungen und allem so weitergeht, verliere ich auch irgendwann meine Bienen. Ihr Land ist erst seit 10 Jahren unabhängig. Noch habe hier nicht alles seine Ordnung. Aber Skepe Schaller bleibt optimistisch.